Kann man nicht anwählen. Naja. Okay. Dann werden wir mal anfangen. Ach, klasse. Das ist schön. Immer diese Leitern sind klasse. Das ist toll. Das Wasser, das Weihwasser lähmt ihn anscheinend. Naja, oder auch nicht. Seine dämlichen Messer, die er wirft, die sind, glaube ich, das Nervigste an ihm. Im Moment kommt er nicht so recht. Oh, jetzt kommt er doch vorwärts, der hässliche Mongo. Aber den haben wir, glaube ich, gleich eingetütet. Ja, da ist er im Arsch, ne? Sowas passiert. Alter, und ich habe schon wieder More Powerful Sword zu Hause liegen jetzt. Vielleicht vererbt das mal irgendjemand, den ich kenne. Ja. Gut, können wir weiterlegen. Ich muss stolz sagen, ich bin... War ich in der ersten Stage auch am Boss verreckt? Ne, da war ich an einem scheiß Panther verreckt. Okay, aber ansonsten... Aber es war der Bossraum. Aber ansonsten bei jedem Level direkt zum Boss gekommen. Also ich bin doch ein kleines bisschen stolz auf mich. So. Und nach dem arabischen Kontinent würde dann in der Höhe Ägypten kommen. Und danach Afrika, was auch immer. Ich nehme mal an, Afrika müsste da wohl irgendwie... Afrika muss dann... Nee, wir nehmen einfach mal an, Afrika ist Zentralafrika. Irgendein Land. So. Oh ja, das alte Ägypten, oh, wie es leibt und lebt. Und man muss hier Knöpfe hauen anscheinend, jawoll. Oh, scheiße. Super, gleich ein Bumerang. Ah, Blutskelette, wie man sie liebt, nicht. Oh, ich hasse diese Fledermäuse, ich hasse sie in jedem scheiß Level. Also, ich hätte mal ein Level machen können, wo die nicht sind. Grausame. Positiver Pluspunkt für das Spiel hier ist, man kann nicht sterben, wenn man in Schluchten fällt. Das finde ich toll. Oh Gott. Gut, hier sieht es auch wieder aus, als wenn wir nicht so viel... Oh. Ey, wozu habe ich dieses Powerful Sword, was ich nicht mit habe? Es geht auch mal so schnell, dadurch, dass diese überall irgendwelche Fluggegner sind. Oh nein, das hätten wir voll gut gebrauchen können da oben. Unsere Energie ist sowieso so limitiert momentan. Weil wir logischerweise immer auf die Fresse kriegen. Gut, Axt, wir nehmen natürlich alle Zusatzwaffen mit. Alter, was ist das denn? Oh, jawohl! Ey. Ja. Oh nein, das ist nicht gut. Da werde ich auf jeden Fall tot sein. Oh, jetzt ruft mich hier auch noch wer an. Bis gleich. So, oh Scheiße. Da sind wir wieder.
Das Gespräch hätte ich mir auch sparen können gerade. Ah, geh weg, Mann, Alter, reg mich nicht auf. Scheiß Vieh. Oh, da hat sich ein Gegner weggespawnt. Jetzt hat er auch noch ein paar in die Fresse gekriegt. Nein, nicht die Katze. Ich hasse die Raubkatzen. Oh, Junge, 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 Junge. Und der Vogel, der fliegt da nur unten rum und macht nichts, ey. Alter Schwede, was ist das? Oh, oh. Alter, das Level ist noch schwerer. Also das werde ich hier auf keinen Fall schaffen. Ich kriege auch keine Energie mal dazu. Das ist nicht gut. Hier, komm her, Piepmatz. Du bleibst hier unten. Komm schon. Wir essen zeitig zu Abend. Ich... Ach, gut. Nee, Endboss. Ich fass es nicht. Oh! Was ist das denn für ein Schweinepriester? Oh! Der kann springen! Alter! Der hat noch gar nichts verloren. Ey, das muss doch hier irgendwas sein. Also hier muss man irgendwie Energie nachladen können oder sowas. Das gibt's doch gar nicht. Ja, da bin ich platt. Gut, dann sehen wir uns mal wieder beim Endboss wieder. Ciao. Und da sind wir wieder beim Endboss und mit ganz viel Wohlwollen von der CPU können wir das jetzt mal schaffen hier, wenn er sich nicht zu fies anstellt. Moment, macht er mich schon wieder kalt. Der hat's in sich, der Kollege hier. Deswegen werde ich mich jetzt noch nicht mit euch unterhalten. Ich will einfach nur versuchen, ihn zu schaffen irgendwie. Oh, Gott sei Dank. Du blödes Arschloch. So, mal wieder ein stärkeres Schwert gekriegt, was bei uns zu Hause auf dem Zimmertisch liegt. Passwort seht ihr oben. Gut, haben wir das Dreckslevel auch gemeistert hier. Und ja, wird ja hinten dran geklebt an das, wo ich letztes Mal gekrepiert bin. Und dann sehen wir uns mit der nächsten Stage wieder. Tschüss.